Ich begrüße euch ganz recht herzlich. Einen wunderschönen guten Abend hier auf Klapperautomein LP und Two Crazy Games. Wir spielen eine Runde DayZ. Zwei Noobs zum Scheitern verurteilt. Und dabei ist unser Motto immer Schleichen, Ducken, Wegrennen. Ja, so. Natürlich. Anders geht's ja nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, dann herzlich willkommen alle zusammen. Herzlich willkommen. Lass uns mal rausgehen hier aus diesem, diesem Häuschen. Ich folge dir unauffällig. Habe ich so das Gefühl, hier ist nicht so viel mehr drin. Ich auch. Und das sieht für mich auch relativ zombiearm aus. Ja, es regnet, ist toll, dann werden unsere Klamotten nass und wir werden anfangen zu frieren. Quatsch. Meinst du? Meine ich. Ja, jetzt. Wenn das hier so wenige Zombies hat, würde ich fast mal noch ein bisschen weiter in die Stadt reinlooten. Ja, sehr gerne. Alter, was... hier gibt's Loot. Ich hab Loot gefunden, Mann. Loot. Ach nee, das sah nur so aus. Aber ist das ein Topf? Ich hab einen Topf gefunden. Dann kannst du Dinge reintun. Cooking Pot. Oh, ich hab einen coolen Rucksack gefunden. Cool. Dann kannst du meinen improvisierten Rucksack kannst du gerne haben. Ich hab doch einen großen. Ach, du hast einen großen. Auf den hast du doch freiwillig verzichtet beim letzten Mal. Ich erinnere mich. Da war ich so großzügig. Ja, so wie du es immer bist. Manchmal. Aber wer will ihn nicht aufnehmen? Nicht? Oh, der ist auch damaged. Den will ich gar nicht. Ach so. Schade. Aber bestimmt in dem Haus ist da ein Zombie? Das kann sein, wenn die Türen offen sind. Hä? Lass uns runtergehen. Nein! Nein! Wie kommst du auf die Idee, dass ein Zombie hier sei? Weiß ich nicht. Das sah irgendwie so aus. Alles safe. Sogar die Türen sind zu. Nee, die Hintertür ist auf. Aber ich gehe da jetzt auch raus, weil hier gibt es ja nichts Gescheites mehr. Sprach's und rannte gegen die Wand. Aber da hinten ist ein Zombie. Ups. Ja, aber was sagen denn die aktuellen Zuschauerzahlen? Drei Kollegen sind bei mir. Alles ganz human. Das ist der alte Farmer. Der Farmer Schmidt. Komm her, Junge. Ein bisschen spitzes Metall in deinem After. Ich glaube, er ist tot. Meinst du? Was ist das denn da? Eine Getränkedose. Was ist das? Oder eine Suppendose? Die Dosensuppe. Darfst du essen. Juhu. Die teile ich auch sehr gern mit dir. Wenn wir zwei Tassen finden, dann kann man die aufteilen. Ach, ich weiß nicht. So eine Zombie. Oh, da drüben sind zwei Zombies. Also würden wir im Zweifelsfall auch schaffen, aber lass uns erstmal hier in das Häuschen reingehen. Machst du die Tür hinter dir zu oder kommst du gar nicht? Doch, du kommst. Mach ich nämlich die Tür vorne zu? So. Ich weiß gar nicht, was so effektiv ist. Ich streame ja eigentlich auch auf, was heißt eigentlich? Ich streame auf YouTube, Twitch und auf Smashcast sogar. Und ich habe mir halt immer gesagt, Thomas, nee, konzentrier du dich mal aufs Spiel und auf Minimum halt auf den Chat, dass du mit deiner Community halt im Kontakt stehst. Und konzentriere dich nicht darauf, wie viele Leute vielleicht bei dir zuschauen könnten. Oh, hier liegt ein Hammer. Guck mal, hier liegt ein Hammer, ein Holzhammer. Ja, den kannst du als Waffe nehmen, aber da ist die Axt, die du hast, ist deutlich besser. Ja, vielleicht, aber der ist damaged. Lass mal vielleicht hier, oder? Ich glaube, hier war schon jemand. Ich glaube auch. Wenn hier nur noch damaged Loot rumliegt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss gleich mal... wo bist du denn? Ich bin in die Kirche gerannt und renne jetzt zur Hintertür raus. Kirche? Ja, wo ist denn die Kirche? In der Stadtmitte. Alter, wo ist denn die Stadtmitte? Hier. Ach, hier ist eine Kirche. Ach, erkennt man als solches gar nicht. Hast du was gefunden? Nö. Die Kollektenkasse war schon geplündert. Schade. Aber hier können wir was trinken. Wo? Ach so, ich brauche aber noch was, Hast du eine Flasche dabei? Nee. Also nur eine. Hier wäre nämlich ein Brunnen. Ja, das bin ich. Ach, da ist der Brunnen. du musst die Waffe kurz wegschicken, um was trinken zu können. Oh, Klabbi, ich habe schon wieder was zu trinken gefunden. Hier eine Dose, ich weiß gar nicht, ist das... Bist ja ein Held.
Ja, Mann! Eine Pepsi habe ich gefunden. Ich glaube, sie heißt Pipsi, oder? Haben die das mittlerweile an die echten Namen Ach ja, Pipsi. Die Straße runter stehen zwei junge Herren, die im Zweifelsfall uns gern beißen wollen. Ja. Das müssen die Gebrüder Schlag mich tot sein. Und ich bin mittlerweile komplett durchnässt. Das heißt, wir müssen irgendwann mit deiner Axt einen Baum fällen und uns ein Feuerchen machen. Sehr, sehr gerne, kein Problem. Ist das da drüben ein fahrbarer Untersatz, der auch im besten Falle vielleicht sogar noch funktioniert? Nee, der ist kaputt, oder? Ich sehe gerade nicht, was da drüben ist. Achso, du siehst ja gar nicht mein Bildschirm. Wo bist du denn? Ich bin einfach mal ein paar Häuser weitergerannt. Ein paar Häuser weiter? Ach hier. Ja, lass uns nicht zu weit auseinander rennen. Wenn wir nämlich angegriffen werden oder so. Dann schreie ich ja hier bei mir. Ja, hier, ja, ich weiß aber nicht, wo dann hier ist, weißt du? Ich meine, diesen fahrbaren Untersatz, sieht er ganz aus, oder? Da drüben? Ich glaub's nicht. Das sieht irgendwie kaputt aus, aber ne? Es lohnt sich trotzdem, da mal hinzugehen. Ja, ich guck mir den mal an. Vor allem, wie die rennen. Als hätten die Asthma, weißt du? Ja, wir sind die Asthma-Boys. Yeah, die ist das A-Team. Ah, schön, das komm, der war spontan und war gut, komm. War, ja, war es okay. Das A-Team. Das A-Team. Ah, schön, nicht weil wir so clever sind, sondern wir keuchen wie die letzten Berufsraucher. Ich fahre dann hier im Auto mal weiter. Da kann man manchmal den Kofferraum noch aufmachen bei manchen Autos. Bei dem jetzt nicht. Also der fährt nicht, ne? Der hat keine Reifen hier, ne? Das ist ja doof. Nee, doch. Bin jetzt in dem grünen Haus. Ich folge dir unauffällig. Hier ist ein Helm. Ja, aber... Ein Rot. Da können wir, guck mal, können wir im Partnerlook gehen. Das ist nicht so wie bei Battlegrounds, die Helme. Aber guck mal, hier liegt nur ein Orange Mountain Backpack in Pristine. Das ist es jetzt gewesen. Jetzt packe ich mein Zeug um. Ah, cool, das ist genau so ein Ding, wie ich habe. Ja, nur funkelnagelneu. Und meiner ist? Keine Ahnung. Damaged. Kann man so ein Ding reparieren? Mit Duct Tape, also mit diesem Klebeband. Echt? Dann probiere ich das mal. Ah, ne, ich habe gar keins. Schade. Schade, schade, schade. So, ich habe jetzt eins. I'm promptly cooling off. I'm drenched. Oh, ich habe Wasserreinigungstabletten gefunden. Ja, aber die sind auch damaged. Dass du einem echt alles kaputt machen musst. Entschuldigung, aber... Also wir könnten auch hier drin Feuer machen. Aber dafür müssen wir halt Holz sammeln. Und ich glaube, der Stopp da drüben ist ein böser Bube. Also hinter dem Zaun, in die Richtung, in die ich gucke. Er kommt. Zu mir? Tatsache, der Sack. Boah, haut er mich auch noch. Okay, ich habe Glück gehabt. Ich blute nicht. Okay, der hat nichts dabei. Boah, wie spannend. Ich habe vorhin zu Sandra gesagt... Du musst aber ganz, ganz leise nach Hause kommen. Du wirst dir Pippi in die Hose machen. Die schleicht sie dann von hinten ran, weißt du? Genau. Und erschreckt mich. Ja, ich glaube, es könnte sinnvoll sein, also weil ich jetzt halt schon cold werde, uns mal zumindest ein bisschen aufzuwärmen. Ich glaube, man kann hier diesen... Ja. Du kannst, glaube ich, du kannst diesen Baum fällen. Ganz oft draufhauen. Oh, wie ging das denn? Ich habe magische Kräfte. Kannst ich habe heute Morgen. Zerlegen? Ich habe heute Morgen ein Einhorn. Ich. Ah nee. Ich habe zwei Stöckchen. Ja, wobei. Ach so. Ah, warte mal. Pass mal auf. Ist das jetzt hier so, dass ich einen Baum fällen muss, um dann?
um 1000 Bäume fällen muss, um 1000... Nee, irgendwo zum Fuß des Baumes müssten... Oder du hast sie schon im Inventar? Ja, ja, ich habe zwei Stöckchen. Ich habe eingangs den ganzen Baum gefällt und... Ja, aber eigentlich gibt es neben den Stöckchen auch noch so eine Art... Nee, ja, das sind... Wie heißen die? Firewood. Firewood heißt gut. Ich hab doch schon Firewood. Ja, dann... Nicht Sticks. Dann... Ja, die sehen aus wie die... die sehen aus wie die Sticks by the Forest. Dann lass uns wieder reingehen. Meinst du, das reicht? Ja, um sich aufzuwärmen reicht das. Wir haben jetzt halt nichts. Also, dann muss ich mal gucken, ob ich... Irgendwo hatte ich hier doch, genau. Kann ich das klein? Ja. Die kann ich in Racks schneiden. Und aus den Racks und so kleinen Sticks kann ich dann nämlich ein Fireplace machen. Oh scheiße, ich hatte doch... Ich hatte doch... Place Fireplace. Ja, dann müssen wir aber nochmal raus und müssen nochmal, das kann ich aber auch mit dem Messer machen, wir müssen nochmal Rinde uns holen. Dann kann man nämlich mit Rinde und einem Holz kann man ja, mal, erzähl wie weiter. Wie nennt sich das denn? Wie nennt sich das denn so? Ein Feuer... Ich weiß, Feuer, ja. Feuermach-Kit. Ein Feuerbogen. Ein Feuermach-Kit? Also ein... ein wir können es im Garten anlegen. Ich drehe den Stock ganz schnell auf der Rinde und dann fängt es irgendwann an zu glühen. Ah. So, jetzt habe ich hier Bark. Bark ist... Ey, holen wir noch mehr Bark. Ach nee, ich habe das Fire Kit schon gemacht. So, ich komme wieder rein. Hier draußen hat es auch aufgehört zu regnen. Jetzt können wir uns also quasi noch aufwärmen, dass unsere Klamotten nicht mehr... Und wie kann ich jetzt hier... Oh, ich bin hungry. Sehr sogar. Eat. Hast du jetzt den zweiten Stock genommen? Ein Hand Drill. Nee, hier liegt noch ein Stock auf dem Boden. So, ich meine das Firewood. Nee, ich habe hier nur Wooden Stick. Und, aber hier liegt ein Long Wooden Stick, liegt hier auf dem Boden. So, und ich mache jetzt Feuer. Und wie? Ich bin... Hä? Habe ich schon gecancelt, weil ich mich bewegt habe, oder tue ich noch was? Du... Ah, du hast die Taschenlampe angemacht. Guck an. Genau, und du kannst jetzt das Firewood unten in dieses dritte Feld, da liegt jetzt ein Wooden Stick, jetzt ist gerade das Rack ist verbrannt. Also, was machst du? Was hast du? Du musst jetzt das, was du in der Hand hast, hier reinlegen. Und das tust du, indem du nah genug rangehst, genau. Und dann auf Tabulator drückst. Ach, da ist der Stick hin verschwunden. Alles klar. Jetzt hast du es ins Feuer gelegt und hättest es einfach nur verbrannt. Du musst es Add as Attachment unten dran packen. Was? Beim nächsten Mal, Klavi. Beim nächsten Mal zeigst du mir das nochmal. Weil manchmal bin ich bin manchmal echt irgendwie so... Was heißt denn soaked? Wahrscheinlich nass. Ja, ja, du bist soaked. Deswegen machen wir den Spaß hier. Ich nehme mir mal diesen langen Stock und mache mir jetzt einen Bratapfel. Kann ich eigentlich das Field of View irgendwie ändern, außer mit Enter und Dinge? Ich sehe halt nämlich nur den Helm irgendwie. Über meinem Kopf, ist das normal gerade? Du siehst nur den Helm. Geh mal in die Hocke. Siehst du jetzt mehr von dir? Ja, oder liegt das daran, dass das Haus einfach nur so klein ist? Ich glaube, das Haus ist nicht hoch genug, genau. Ja, hallo Eriksson, schön, dass du auf Twitch zuschaust. Hallo! Was das jetzt schon wieder für ein Spiel ist, fragt er. Das Spiel heißt DayZ und es geht ums Überleben. Die Welt ist von einer Apokalypse getroffen worden. Wir sind in Chernaros, heißt es, glaube ich.
ja, osteuropäisch anmutenden. Russisch. Russisch, osteuropäisch, russisch, however, anmutenden Welt. Und ja, draußen laufen viele Zombies rum. Und weil wir eben in einen Regenguss reingekommen sind, haben wir uns mal ein Feuerchen gemacht. Und ansonsten ist es eine Fortsetzung der Serie Zwei Noobs auf dem Schlachtfeld. Wir sind jetzt nämlich zwei Noobs zum Scheitern verurteilt. I'm slowly warming up. Wie geht's dir denn? Ich habe gerade irgendwelche Racks hergestellt. Ich bin stolz auf mich. Mir geht es, also mir ist kalt. Aber ich bin nicht mehr soaked. Das ist doch mal ein Plan. Ist ein Wort, ne? Ich guck mal gerade aus dem Fenster, wie spät das ist. Ja, schon sehr spät, aber es regnet nicht mehr. So, ich habe einen Bratapfel mir hergestellt. Hergestellt. Ja, ich man habe hat ihn angebaut und aber woher wo anbauen? Ich habe ja noch so einen Sack mit Zeug. Was für Zeug? Ich sehe gerade, ich hätte auch ein Streichholz dabei gehabt. Ja, behalt das. Das brauchen wir noch. Irgendwann. Hier ist der Stick, da kannst du dir auch einen Apfel braten. Und wenn du soaked bist, dann geh mal näher ans Feuer ran, bevor das irgendwann ausbrennt. Ich bin noch nicht mehr soaked. Ach so, aber cold. Nur noch cold. Obwohl, doch, cold, aber grün. Ich bin, glaube ich, wieder... Oh, ich sehe gerade, was für eine total süße Hose ich da anhab. Da sind so Ornamente drauf gestrickt. Ich bin wieder okay. Also meine... Ich glaube nicht. Mein Zustand. Hast du gerade deine Hose betrachtet und gesagt, was das für schöne Ornamente sind auf deiner Hose? Ja. Alter! Warum? Echt jetzt? Ach, nur so. Ist mir nur aufgefallen. Ach, was für schöne Ornamente hier an dem Kamin eingestuckt sind. Ja. Oh, und diese formschönen Fliesen. Kann ich, guck kann mal, ich, die Fliesen sind, da sind Blumen drauf. Kann ich nicht anders sagen. Hier ist was los, Leute. Nein, Klavi, alles gut. Wir haben uns lieb. So, ich bin wieder fit. Wir können. Ich weiß hier gerade nicht genau, ob ich diesen Improvised Career Bag, ob ich den zerlege ich nochmal wieder. Nein, das heißt hier nicht. Das heißt, das da nicht reinlegen. Aha. Dann nehme ich ihn aber auch mit. Ja, ja, vielleicht kann man noch gebrauchen. Ach, ist der so groß oder was? Ja, ja. Alter! Nee, das kriege ich nicht hin. Dann guck Nimm mal, du den. Guck mal, ob du ihn irgendwie zerlegen kannst. Ach so, soll ich ihn zerlegen? Weil am Stück kriege ich es auch nicht. Ach, da, break down into rope and... Ding, 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 rope, ding, ding, what auch immer. Ding, 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 ding. Lass mich doch mal. Das ist wieder ein Burlap-Sack geworden. Alter, lass mich doch mal... Ja, Mann, oh. Habe ich dich eingesperrt? Ja. Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal gucken. Ah, schön. Wir sind jetzt beide wieder warm. Ja, wir sind beide hydrated und energized. Wobei ich ehrlich gesagt ein bisschen Platz hätte, um noch ein paar Äpfel zu pflücken. Ja, dann lass uns ein paar Äpfel pflücken, solange es noch hell ist. Ich habe Angst, dass es dunkel ist. Ja, ich auch. Ich habe Angst im Dunkeln. Ja, ich auch. Ich auch. Kann man die Vogelscheuche irgendwie köpfen? Stimmt nicht. Nee. Ach so, hier sind... Hä? Ach so. Hier müssen wir lang. Halt! Zombie? Wo? Wo denn? Hörst du nicht? Muss ich meine Spielsounds mal lauter machen. Guck mal, der Rauch aus unserer Hütte. Cool! Das ist ganz cool. Muss also meinen Lautsprecher, meine Kopfhörer mal lauter drehen. So. Ich mach mal gerade einen Screenshot. Oh, ich muss mal die Steam Overlays mal ausschalten. Ja, so langsam wird es echt düster.
siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Wollen wir wetten? Du hast einen orangen Rucksack. Wieso kann ich. Wieso gehst du hier dann, wieso fällst du jetzt einen Apfelbaum? Nein, ich wollte doch eigentlich. Du musst du die Waffe aus der Hand nehmen, sonst tut ja, er. Ja. Klappe, mit welcher Bitrate lädst du eigentlich hoch? 3000. Echt? Ja. Da bist aber gut. Ich will auch. Ich will auch. Ich muss aber noch bis Oktober warten. Mann. Eriksen, wie gut kommt denn das bei dir an, wenn Tommy sagt, dass ich so mit einer guten Bitrate hochlade? Naja, Maximum ist ja Maximum erlaubt, sind ja 3500. Also Bild und Ton. Und dann macht Twitch dicht. Und dann kann Twitch irgendwann mal sagen, hier, pass mal auf, du Nuss, das war zu viel, du kriegst jetzt eine Sperre. Deswegen. Aber mit 3000 bist du schon echt gut dabei, muss ich sagen. Also wenn du Bild 3000, wenn du mit 128 Kilobits im Ton hochlädst, kannst du ja knapp 3400 halt nehmen, also 3372. Ja, ich würde das jetzt aber nicht ausreizen bis zum Maximum. Doch, würde ich machen. Doch, doch. Will ich aber nicht. Nee, Quatsch. Nee, Blödsinn. Nee, mit 3000 bist du echt gut dabei. Also das wäre ja quasi auch so mein Wunsch irgendwie. Mindestens sagen wir 2,5 bis 3 irgendwie hochzuladen. So, ich glaube, ich bin dann auch wieder ganz gut aufgefüllt mit Äpfeln. Ich guck mal gerade, ich habe 7 Stück. Ja, das klingt auf wie ein Plan. Okay, wo gehen wir hin, Klavi? Sag mal was an, weil die Folge, die erste Folge, die ist ja jetzt schon rum, fast. Also ich würde Richtung Norden gehen. Hier hinten steht noch ein Bauwagen, den mag ich mir mal noch angucken. Bei dem sind wir gestattet. Ich glaube genau, da war was, da waren wir schon mal. Ach guck mal, es liegt ein Kleidchen drin. Ob mir das wohl steht? Hm, zieh mal an. Komm, ich mach zu. Oh, und ein Lockpick. Lock. Komm, zieh an. Klabbi, zieh das Kleid an. Ich hab's angezogen. Achso, der hat's im Rucksack gesteckt. Der Feigling. Komm, zieh an. Warte mal, ich muss es, glaube ich, hier hochziehen, dass ich es anziehe. Jetzt habe ich es in meiner Hand. Ich weiß nicht, wie man das anzieht. Warum weiß ich? Doch, jetzt hat er irgendwas. Nee, jetzt wieder in den Rucksack gesteckt. Taken to hands oder inspect? Kann ich wahrscheinlich als. Warum kann ich das nicht anziehen? Kannst du es nicht swappen oder irgendwas? Ja, aber mit was? Da, statt. Ach, das ist allerliebste. Ja toll, und wo ist meine... Nimm mal die Jacke weg, nimm mal die Jacke. Ach, bist du süß. Komm, lass dich mal anschauen. Lass mich mal durch, ich dreh dich mal um. Komm, stell dich mal hinten an die Wand, ich mach mal ein Foto von dir. Komm, zieh mal an. Hast du jetzt echt die Tür zugemacht? Okay, mach mal ein Foto von mir. Ich muss es aber thumbnail-technisch irgendwie anpassen, also wenn es nachher so ist, ein bisschen komisch und schief jetzt. Ich pack mal die Jacke weg. Ich kann Platz für. Ah doch, da kann ich sie packen. Dann liegt sie halt auf dem Boden. So, warte. Ach, bist du hübsch. Ja, ich weiß. Okay, jetzt zieh's aus. Kein Mist, Mann. Zieh's aus. Sonst. Spielverderber. Spielverderber. So, okay. Ja, wollen wir... Wo geht's lang? Erzähl mal, wo? Wollen wir Richtung Black Forest oder wollen wir Richtung... Ich würde Richtung Norden gehen. Da müsste eine Tankstelle kommen. Und wenn man dann noch weitergeht, ist irgendwas mit, wo Pistolen eingezeichnet sind. Und links drüben ist eine Stadt, in der auch eine Polizeiwache ist, nämlich Gorka. Dann ist Gorka unser Ziel. Genau, mit ein bisschen Umweg. Okay, go. So, an der Stelle machen wir Folgenpause, oder? Ja. Oder?
Dann würde ich sagen, also liebe Leute auf Twitch, nicht abschalten. Wir machen hier nur den Cut für die YouTube-Folge. Dann moderiere ich mal quasi ab. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Hier bei zwei Noobs zum Scheitern verurteilt. Klappi war sehr, sehr lustig. Was machen wir denn nächste Folge? Ja, wir gehen nach Gorka. Nach Gorka? Was gibt's denn da? Da ist Norden. Da, wo ich hinschaue. So, da, wo du hinschaust, ist Norden. Ja, genau. Da, wo ich hinschaue, ist Norden. Alles klar. Dann go. In der nächsten Folge geht's nach Gorka. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao. Haut rein.